So, wir sind wieder da, wo wir aufgehört hatten, bei der Kräuterfrau. Und ja, dann geht's halt weiter. Hat der Greif sie so zugerichtet? Lena? Ja. Hat sie nachts angegriffen. Sie ist durch den Wald gelaufen. Nachts? Durch den Wald? Im Krieg? Wegen eines Jungen. Die Jugend tut dumme Dinge der Liebe wegen, weißt du? Die Wunden heilen, aber sie wird trotzdem sterben. In ihrem Schädel sammelt sich das Blut. Dagegen können meine Tränke nichts ausrichten. Ich könnte versuchen, ihr mit einem meiner Tränke zu helfen. Schwalbe kann innere Blutungen beheben. Aber? Hexertränke sind nichts für Menschen. So stirbt sie auch. Ja, einen friedlichen Tod von deinen Tränken beruhigt. Wenn ich ihr Schwalbe gebe und etwas schief geht, das ganze Dorf wird sie schreien hören. Ich verstehe. Mach, was du meinst. Wir können ja mal gucken, ob welche Hast du Kräuter die. Irgendwelche Kräuter zu verkaufen? Ich finde sicher etwas. Jo, dann könnten wir ja normalerweise auch hier Sachen verkaufen, die wir nicht mehr brauchen oder die wir schon brauchen, aber ja. Was haben wir da? Okay. Aber nee, ich glaube, die brauchen wir definitiv. Aber wir können ihr das anbieten, das und das. Dann sortieren wir das. Nee. So, was haben wir hier noch? Das können wir und das können wir, weil kein. Oh, Moment. Ja, trotzdem, weg damit. So, Rüstung nimmt sie nicht an. Nein, handeln. Ich will wissen, was sie hat. Greifenabsud. Mittagserscheinungen absurd. Manuskript Weiße Möwe. Alchemistische. Die hat bestimmt auch Salpeter, ne? Ja, hat sie. Ja. Und jetzt ist die Frage, was nimmt sie da? 62, Alter. Echt jetzt? 70? Das Problem ist, dass wir hier nichts machen können, wie heiße? Troll absurd. Hast du schon mal von einer Frau namens Claire gehört? Sie hat hier irgendwo gewohnt. Von ihr gehört? So könnte man es auch nennen. Claire war eine Freundin. Der einzige Mensch, der mir im Weißgarten lieb war. Dann bekam ihr Mann Volker Streit mit dem Grundherrn. Er ist daraufhin mit seiner Familie in die Wälder gezogen, um eine neue Siedlung aufzubauen. Der Herr und sein Gefolge ritten hin, um sie zur Rückkehr zu bewegen. Es sollte ohne Gewalt und Blutvergießen ablaufen, aber du hast es ja gesehen. Lea hat wohl etwas über Florian gesagt, den Sohn des Grundherrn. Etwas, was den Herrn erbost hat. Aber wer weiß schon die Wahrheit? Reichlich viel Pech für so ein kleines Dorf. So ist das in allen Dörfern, auch den kleinsten. Man muss nur fragen. Aber beenden wir das Treffen nicht tragisch. Hier etwas Trost. Okay. Wir verfolgen jetzt, bringen den Trank zur Kräuterfrau. Ja? Ja. Ja, komm, geben wir ihr Ich habe den. einen Trank für Lena. Schwalbe. Erstes Frühlingszeichen, Symbol der Wiedergeburt. Wie passend. Mal sehen. Ich sagte ja, er kann auch schaden. Sogar sehr. Bei mir wirkt er sofort. Aber mein Stoffwechsel läuft schneller. Bei ihr dauert es ein paar Tage. Warum hast du nun doch so entschieden? Ich fand es besser, als nichts zu tun. Ich mag dich, Hexer. Hier ein kleines Geschenk, weil es dir nicht egal ist.
Das Problem ist, das Problem, was ich habe, ist, dass sie höchstwahrscheinlich nicht durchkommen wird. Und wenn er wenn das stimmt, was er sagte, von wegen, dass man sie komplett schreien hört, ja, dann, ich weiß nicht, ob das richtig war. Bin ich ehrlich, ich weiß es nicht. Aber jetzt haben wir es halt gemacht und ja. Entweder stirbt sie so oder so. Wie? Egal. Ist halt so. Können wir nichts ändern, weil... Naja. Wenn ein Mensch stirbt, dann stirbt er. Der kann er tun und machen, was er will. Und sagen, rumheulen von wegen... Ich will ja ewig leben. Nee, deine Zeit ist nun mal abgelaufen. Punkt. So. So, mein Pferd ist mal wieder da. So, jetzt werden wir mal den... Naja, komm, auspacken. Werden wir mal zu dem Jäger reiten. Alter, ist mein Pferd besoffen oder was ist los, ey? Meine Herrschaften, ey. Ja, wie gesagt, ich hatte ja in der letzten Folge erzählt, was das Jugendamt diesmal gemacht hat, sogar noch brutaler. Und die gehen, ganz ehrlich, Leute, die werden immer brutaler, die vom Jugendamt. Und auch, weiß nicht, wenn man die Frauen da sieht, die das dahin sind, sind das wirklich übergewichtige, alte, frustrierte Frauen, dessen Männer wohl eine jüngere, schlankere genommen haben, ja, und tut mir leid, wenn ich das so sage, es ist einfach nur die Wahrheit und es ist wirklich dann halt besser, wenn es gar kein Jugendamt gibt und ja, wie gesagt, es ist halt... Jemand zu Hause? Muss wohl auf der Jagd sein. Und wie gesagt, es wird Zeit, dass wir die Spur zusammenhalten. Miss Love ist gerade weggegangen. Auch was dagegen unternehmen werden. Also, ich hoffe, dass ihr sie wirklich auch da unterstützt, weil, ja, keine Ahnung, ich weiß sonst auch nicht, wie ich ihr dann weiterhelfen kann. Aber es ist schon wichtig, dass ihr ihr auch helfen würdet und das würde viel bewirken, also. Von daher... Bist du Miss Love? Psst! Hörst du das? Wölfe? Nein. Wilde Hunde. Ja. Gefährlicher als Wölfe. Hunde gefährlicher als Wölfe? Wohl kaum. Es stimmt. Weißt du warum? Nein, aber du wirst es mir wohl sagen. Wölfe jagen, um zu fressen. Wilde Hunde töten zum Vergnügen. Genau wie Menschen. Ja. Ja, sie haben viel von uns gelernt. Warum nicht auch Grausamkeit? Ich bin eher Großwildjäger. Die Nilfgaarder, die der Greif getötet hat. Wo hast du sie gefunden? Ah, verstehe. Du bist ein Hexer. Der Monsterschlechter, von dem sie im Dorf reden? Mhm. Ich zeig's dir, sicher. Aber ich muss diese Köter töten, bevor sie jemanden verletzen. Hilfst du mir? Falls es dir nichts ausmacht, dir an ihnen die Silberklinge stumpf zu machen. Ja. Sicher. Der Greif läuft ja nicht weg. Nein, naja. Aber die Hunde vielleicht.
Seien wir leise. Komm. Naja. Sind diese Hunde schon länger ein Problem? Seit Anfang des Krieges. Soldaten unterwegs. Vergewaltigen Frauen. Erwürgen sie. Töten ihre Männer zum Spaß. Sogar Kühe schlachten sie. Aber Hunde? Vielleicht ein Tritt im Vorbeigehen. Nicht mehr. Und die Streuner bilden dann Rudel. Sie sind ausgehungert. Nur Fell und Knochen. Dazu räudig. Aber sie sterben einfach nicht. Weil sie schlau sind. Schlauer als Füchse. Und Menschen leidenschaftlich hassen. Naja, kein Wunder. Also ganz ehrlich, ist auch kein Wunder. Ich finde das jetzt auch nicht wirklich so schlimm. Zu spät. Noch ein Angriff. Er sieht eher aus wie Zombie-Hund, ne? Also ich fand jetzt nicht, dass die wirklich Hunde waren, sondern eher so wie Zombies. Resident Evil! Dieter! Du kennst ihn? Wir haben zusammen im Herrenhaus gedient, wo jetzt die Armee der Schwarzen lagert. Er war Stallbursche, ich Jäger. Aber das war bevor... Jedenfalls ist es lange her. Mhm. Will ich das wissen? Bevor sie mich aus dem Dorf vertrieben haben. Was hast du gemacht? Nichts. Ich bin ein Sonderling. Tut mir leid, ich möchte nicht drüber reden. Sonderling, ja. Ich meine, er ist Hexer, ne? Boah, bitte lass nicht das, was ich... Ich mach das. Musst du ja auch nicht. Also, kannst du mir zeigen, wo du die Nilfgaarder gefunden hast? Weil... Der Greif. Weißt du etwas über ihn? Oh, nicht viel. Gehört nicht zu meiner üblichen Beute. Du aber zu seiner. Schon deine Überlebensinstinkte sollten dich aufpassen lassen. Ich gehe leise durch die Wälder. Mich hört und sieht kein Greif. Naja, das stimmt ja wohl nicht ganz. Ne? Man hört dich trotzdem. Ich habe so eine Vorahnung gehabt, was er sagen wollte mit Sonderling. Ich meine, dass Hexer Sonderlinge sind. Ja, aber ganz ehrlich. Ich denke mal... Ach nee, das ist so ekelhaft. Bah, ich würde den am liebsten jetzt abfackeln, ganz ehrlich. Oh, nee. Hier war's. Einer lag dort, beim Stumpf, ohne Kopf. Ein anderer hing vom Ast, ausgeweidet. Gedärme reichten bis... Pass gut auf dich auf. Ich komme schon zurecht. Das ist nicht der erste Greif, mit dem ich zu tun habe. Wird wohl auch nicht der letzte sein. Hoffentlich hast du recht. Jetzt weit man's heil. Ja, komm, verschwinde, ey. Ekelhafter. Die Nilfgaarder haben gefeiert. Der Greif hat sie gestört. Der Boden ist schwarz, gesättigt mit Blut. Na, und da? Ein Lager?
Ach, schau mal einer an. Wir haben was gefunden. Diese Spuren sind älter und tiefer. Schwer gepanzert. Wohl Nilfgaarder. Ja, was hast du denn gedacht? Gehen wir mal da runter. Leinen. Hui. Ach Mann, ich wollte hüpfen. So, dann geht's mal weiter. Ja. Na, wie gesagt, ich habe extra nicht weiter nachgehakt, weil Sonderling hat damals viele ja, aber ganz ehrlich, solche Leute hätten den Tod verdient. Wirklich. So, dann nehmen wir gleich mal Honig mit. Das Greifennest. Oder was davon übrig ist. Die Leiche ist ein paar Wochen alt. Der Mann hat noch gelebt, als der Greif ihn hergebracht hat. Ein langsames Sterben. Lecker. Knochen, Pferd, Hund, Mensch. Einige Monatsvorräte. Das Weibchen. Die Maden in ihren Wunden sind schon geschlüpft. Ist mindestens seit einer Woche tot. Der andere Greif muss ein Männchen sein. Dicker Schaft, dichte Fahne. Ein Königsgreif. Abgenutzte Schnabelspitze, graues Haar im Fell. 10, 12 Jahre alt. Greifen finden sich zu Paaren zusammen, wenn sie jung sind. Das Männchen muss etwa das gleiche Alter haben. Tiefe Schnitte am ganzen Körper. Kein Tropfen Blut am Schnabel und an den Klauen. Hat sich nicht verteidigt. Müssen sich angeschlichen haben, als es schlief. Das erklärt, warum das Männchen, dem ich begegnet bin, so aggressiv war. Er hat erst die Nilfgaarder hier im Wald gejagt. Und dann angefangen, durch die Gegend zu stromern. Ich habe getan, was ich konnte. Ich sollte mit Wesemir reden. Kampfvorbereitung. Unterschätze niemals deinen Gegner. Diese Regel ist aus gutem Grund das Kernstück des Hexerkodex. Angemessene Vorbereitung hat schon manchem Hexer das Leben gerettet. Du solltest dir Tränke und Öle brauen oder Handwerker aufsuchen, ehe du dich in den Kampf stürzt. Bei Waffenschmieden bekommst du Schwerter, während Rüstungsschmiede Rüstungen anfertigen. Vor starkem Gegner solltest du einige Nebenquests abschließen, damit du Erfahrungen gewinnst, deinen Charakter weiterentwickeln kannst und deine Chancen steigerst, den Kampf zu gewinnen. Ja. Verbrannt. Das können nur Menschen getan haben. Ja, aber wenn die sich... Moment. Jetzt habe ich echt eine Frage. Wenn sich doch nur Menschen, nur diese Greife zur Paarung zusammenschließen. Wo sind dann die Eier? Ich gehe jetzt mal R3 lesen.
Seine kaiserliche Majestät Emir Far Imreis. Emir Far Imreis herrscht, um sein Reich auszudehnen. Seine strategische Bilanz dient nur einer einzigen Vision, die Welt zu erobern, obwohl er selbst mit Recht nicht von Eroberung, sondern von Errettung spricht. Ja, der Kaiser von Nilfgaard steckt die Welt mit dem Feuer der Zivilisation in Brand. Nachdem er über die noch warmen Leichen der Thronräuber seines Vaters gestiegen war, nahm der Kaiser die Krone und begann, sich die nördlichen Reiche einzuverleiben. Der Norden wurde von Terror heimgesucht, lediglich die Schlacht von Brenna verlangsamte den siegreichen Vormarsch der kaiserlichen Armeen. Dann wurde ein vorübergehender Friede ausgehandelt. Obwohl keiner diesem Trugbild Glauben schenkte, Emirs Ziel, den gesamten Norden zu einem Vasallen Nilfgaards zu machen, blieb unverändert bestehen. Emir nutzte den Deckmantel des Friedens, um seine politische Tätigkeit zu intensivieren. Nun ist das Ergebnis für alle sichtbar. In den Reichen der Nordlinge herrschen Chaos und Unordnung. Sie stehen aufgrund ihrer internen Streitigkeiten und des Verrats am Rande des Zusammenbruchs. Nur eine starke Hand kann dieses Chaos beseitigen. Nur ein weiser Herrscher kann den Blinden eine Vision schenken. Nur Emir Far Imreis kann den Norden retten. Aus diesem Grund haben unsere Armeen die Jaruga überquert zum dritten und letzten Mal. Erinnert mich doch stark daran, was Amerika macht. Pust. So. Schweiß und Blut. Ein Schleier hängt zwischen der Welt, die Menschen sehen können und die sie nicht sehen können. Dieser Schleier verhindert, dass die Toten die Lebenden sehen und die Lebenden die Toten. Einige Magier sind in der Lage, diesen Schleier zu durchbrechen und mit den Toten zu sprechen oder sie für kurze Zeit in die Welt der Sonne zu rufen. Dies ist die Kunst der Nekromantie. Die Toten können den Schleier ebenfalls durchbrechen und die Welt der Lebenden eigenständig betreten. Aber anders als die Nekromanten sind sie dabei nicht vom Verstand und Willen getrieben, sondern von einem gedankenlosen, irrationalen Bedürfnis. Dieses Bedürfnis wird durch starke Emotionen hervorgerufen, wie Bedauern, Sehnsucht oder Zorn. Sehr häufig werden diese Emotionen durch materielle Gegenstände geschürt, die den Toten gehören, als sie noch lebten. Die häufigsten dieser Objekte, Eheringe, Lieblingsgegenstände oder das Objekt, mit dem das Verbrechen begangen wurde, das die Toten in die andere Welt schickte. So. Jo, wir haben Mittagserscheinungen, wir haben einige Nachterscheinungen. Was? Wie? Wir haben einen neuen Bestiarium-Eintrag? Okay, dann lesen wir doch mal. Nachterscheinungen. Nachterscheinungen strahlen eine unwahrscheinliche Traurigkeit aus, dieser hilflose Zorn. Ich fürchte sie, so wie jeder andere auch. Aber eigentlich tun sie mir leid. Aline Altspar, elfische Bardin. Verglichen mit anderen Kreaturen der Nacht, beispielsweise Katakanen, Nosferatu und Werwölfen, sehen Nachterscheinungen und deren seltener Verwandte die Dämmererscheinungen nicht sonderlich gefährlich aus. Denn wie viel Schaden richtet schon so eine blasse, dürre Frau im abgetragenen Kleid an? Die Antwort lautet: ziemlich viel. Aber statt diese Erfahrungen am eigenen Leib zu machen, sollte man des Nachts einfach lieber keine Felder und Wiesen überqueren. Ähnlich wie Mittagserscheinungen treten Nachterscheinungen nur in ländlichen Gegenden auf. Ihre häufigsten Opfer sind Reisende, doch wenn die Legenden, die sich um die Ranken wahr
sind, schleichen sie sich nachts auch in die Hütten der Bauern und ermorden diese im Schlaf. Während des Angriffs sind Mittagserscheinungen die meiste Zeit über körperlos, sodass physische Schläge durch sie hindurchgehen. Sie nehmen lediglich in den kurzen Augenblicken ihres Angriffs einen körperlichen Zustand an. Wenn sie geschwächt sind, erschaffen sie mehrere Abbilder von sich, die nicht direkt angegriffen werden können. Mit ihrer Hilfe saugt die Mittagserscheinung die Lebensenergie ihres Opfers auf. Nachterscheinungen können ebenfalls körperlos sein und sind in diesem Zustand nur sehr schwer zu verwunden. Um eine Erscheinung zu zwingen, die körperliche Form anzunehmen, muss man sie mit dem Irdenzeichen gefangen genommen oder mit einem Mondstaubbombe getroffen werden. Ja, Pestmaid. Hey. Dann wollen wir mal. Ah, die sieht so hässlich aus. Wenn die Pest in einer Region wütet, wird die Gegend manchmal auch von einem Geist heimgesucht, der einer kranken Frau gleicht, deren Fleisch von den Knochen fault und die von unzähligen Ratten begleitet wird. Niemand weiß, ob dieser Geist die Pest bringt oder von ihr wie eine Motte vom Licht angezogen wird. Trotzdem lässt sich mit Sicherheit behaupten, dass sie mit großen Freuden Leid und Schmerzen bringt und sich an den Schreien und am Stöhnen der Menschen ergötzt. Oh, wartet mal. Ups. Ja, warte, erstmal oben. Patienten scheinen unter Wahnvorstellungen von einer Frau zu leiden, deren Körper mit Schorf und Geschwüren bedeckt ist und die von Ratten umschwärmt wird. Diese Vorstellungen verschwinden nach einer Verabreichung von Bilsenkraut und Mohnextrakt. Joachim von Graz, Notizen, Wilmerius Hospital in Novigrad. So. Die Existenz von Pestmeiden oder Pestae, wie sie manchmal genannt werden, wird weiterhin angezweifelt. Es gibt nur zwei verbriefte Sichtungen solcher Kreaturen, beide zu Zeiten schlimmer Seuchen. Wie der Name Pestmeid schon sagt, nehmen diese Erscheinungen die Gestalt von Frauen an. Der Grund hierfür ist aber nach wie vor ein Rätsel. Einige vermuten, dass sie wie andere Erscheinungen auch aus starken Gefühlen entstehen, die durch bestimmten Todesumstände wie nach langer, schmerzhafter Krankheit verursacht werden. Allerdings ist nicht viel darüber bekannt, wie sich eine Pestmaid bekämpfen lässt, obwohl man davon ausgehen kann, dass sie viele Eigenschaften besitzt, die auch andere Phantome und Erscheinungen haben. Sie stellt zweifelsohne eine große Gefahr dar, obwohl die Immunität des Hexers ihn zumindest davor bewahren sollte, sich mit den Krankheiten anzustecken, die sie in sich trägt. Ja. Ja. So, haben wir denn noch was zum Lesen? Charaktere vielleicht? Nee, da haben wir auch nichts mehr. Bücher, da haben wir Verhörprotokoll, haben wir auch schon durchgelesen. Warte, da ist noch. Ja, das haben wir, glaube ich, auch schon. Ja, das hatte ich auch schon vorgelesen gehabt. Ja, dann würde ich sagen, war's das? Wir haben jetzt noch, ja, wir haben noch genug Zeit. Also das heißt nicht, dass ich jetzt aufhöre, ne? Also nicht denken. Nee, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Hier ist noch Kraut. Da ist noch Kraut. Weil wir gehen jetzt nach Wesemir wieder. Diesmal laufen wir. Ich sollte echt gleich mal was trinken, ey. Ich habe richtig Durst. Da ist noch irgendwo, Moment. Zack. Und hier ist auch noch was. Ach ja, da war ja das mit dem Brunnen, stimmt ja. Da waren wir ja schon wegen dem Brunnen. Ah.
Okay, dann gehen wir. Nehmen wir die Schnellreise. Und ja, wisst ihr was? Ihr wartet jetzt mal, weil ich gehe jetzt erstmal was trinken. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt erstmal was getrunken. Oh. Grüß dich. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Und ja, ich bin auch extrem müde. Das können wir verkaufen. Das. Nee. Und das. Dann, das können wir noch. Das. Das und das. Dann die Satteln. Die können wir auch hier verkaufen. Die brauchen wir eh nicht mehr. Dann haben wir hier noch. Und jetzt hat er schon gar nichts mehr. Aber ich sehe etwas, was er definitiv hat. So. So, dann haben wir das hier auch mal. Hat er noch irgendwas anderes? Nee, nicht wirklich, ne? Ja. Nee, das war's. Pass auf dich auf. Das war's. Meine Großmutter hat mir vom Schmiedejungen erzählt. Er war eines Tages verschwunden. Wem gehören die Felder am anderen Flussufer? Am Wald? Bojan Klimmig. Guter Mann, Meister Hexer. Obwohl er... Schon gut. Dieser Bojan. Dann reden wir mal mit ihr. Hast du was Interessantes unter der Theke? Kommt drauf an, was du suchst. Siehst dir an. Gut, sie hat nämlich auch noch vieles. Bei der wir nämlich Sachen verkaufen können. Und ja. Ja, und wie gesagt, ich war halt heute ein bisschen oder in der letzten Folge sehr wütend. Aber Leute, ganz ehrlich, sieht es einfach mal nah. So, ne? Leb wohl. Warte sonst mal. Noch was? Magst du das Gesetz Nilfgaards? Was gibt's da zu mögen? Es ist wie jedes andere auch. Man wird besteuert, dies und das wird requiriert. Aber sie sichern den Frieden im Dorf. Das muss ich ihnen lassen. Trauerst du nicht um Temerien? Ich habe vor einem halben Jahr darum getrauert, als König Volksest ermordet wurde. Jetzt will ich nur Frieden. Ja, komm, Leute, ganz ehrlich, ich kann sie ja auch verstehen, ne? Dass sie sagt, ja, es ist wie jedes andere, man steuern hier und ja. Na, also von daher. Ja? Was ist denn, Wolf?
Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgaardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die schlechte. Wir müssen den Greif für ihn töten. Was sollte er sonst von zwei Hexern verlangen? Weiter, sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und? Wie geht's voran damit? Ich hab den Kreuzdorn. Das sollte klappen wie am Schnürchen. Intensives Aroma. Gestank wohl eher. Du Stadtjunge. Verwesung, Dung, Pisse. Das sind übliche Gerüche auf dem Land. Weißt du noch? Die Jagd auf den Zeugel in dieser Müllhalde in Dreiberg. Du hast den halben nächsten Tag gebadet und dich geschrubbt. Wie könnte ich das vergessen? Wirst du je aufhören, es zu erwähnen? Ich würde aber auch der tagelang baden und mich abschrubben, ey. Ich habe ein paar Dinge erfahren. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald. Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört. Und geglaubt, das Problem wäre gelöst. Immer das Gleiche. Statt einen Experten zu holen, versuchen die Leute es selbst und machen alles noch schlimmer. Schön. Wenn alles soweit ist, sag Bescheid. Dann legen wir los. Ja. Ich bin bereit. Warten bringt nichts. Suchen wir einen guten Ort für einen Hinterhalt. Ich weiß schon einen. Die andere Flussseite. Da sind Felder und ein Wäldchen. Viel Platz und weit genug weg, dass uns niemand in die Quere kommt. Gut, wir treffen uns dort. Ja, aber vorher, ja, ja. Alchemie. Ich brauche keinen Biest. Zwergenschnaps, Biestmutagen. Aber ich brauche ja das hier. So, wenn ich absurde Donner. Katze, da fehlt mir das. Was fehlt mir? Wasseressenz. Okay, weißer Honig. Ja, komm, machen wir das gleich mit. Verfluchten Öle. Gleich mitmachen. Bomben. Alkohol. Da alchemistische Zutaten. Nee, aber... Nee, den Absud können wir leider nicht machen, weil uns fehlt wirklich... Oh, so ein verdammter Scheiß Mutagen. Greifenmutagen. Tja. So, wir haben hier Donner. Weißer Honig. Rekrogeisteröl. Verfluchtenöl. Ja. Ja. Was denn jetzt? Ja. Vielleicht müssen wir das...
Meine Großmutter hat mir vom Schmiedejungen erzählt. Er war eines Tages verschwunden. Also haben die Leute einen Hexer, der auf der Jagd war, geschnappt. Wir sind hier schnell. Aber ich kenne auch Abkürzungen. Ein Fluss, goldene Getreidegarten, charmanter Ort, ideal für einen Hinterhalt. Ich weiß, worauf ich achten muss. Und? Bereit? Ja, komm, fangen wir an. Der Wind steht gut, der Ködergeruch wird sich rasch verteilen. Jetzt müssen wir nur noch warten. Komm, wir verstecken uns im Schatten dieser Birken. Welche Birken? Ach, die Birken. Ja. Sag mal, wenn wir Yennefer finden, was machst du dann? Hast du einen Auftrag im Sinn? Nein, ich gehe nach Kaer Morhen. Bisschen früh für die Winterpause. Der Schnee ist noch weit weg, ja. Das ist ja das Problem. Nilfgaard hat den Ponta im Osten überquert. Sie sind also etwa 7 Tagesmärsche von Kaer Morhen entfernt. Erreichen Sie das Tal, bevor die Pässe eingeschneit sind. Nun, wir müssen unsere Spuren verwischen, unsere Wege vertuschen. Wo wir vom Wintereinbruch reden, meinst du, du kommst dieses Jahr? Vielleicht. Vielleicht mit einem Gast. Er ist ganz nah. Heißen wir ihn herzlich willkommen. Warte, nimm dies. Ach ja, okay. Meine Armbrust? Im Kartenspiel gewonnen, während du durch die Gegend geturnt bist. Ach, schön. Nützlich werden. Sieh einer an. Uns Lektionen über Last erhalten, aber selber ein Spieler sein. Hör auf zu reden. Wir müssen einen Greif töten. Vorsicht! Sag mir, was du zu bieten hast. Verdammt, der ist schnell. Lass ihn nicht entwischen! Scheiß auf die Pferde, ich renne hinter dem her. Ich weiß, ich brauche die Hexersinne nicht. Ich weiß, wo er hin will. Na, wo bist du? Okay. Komm, 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 komm. Hat doch wunderbar geklappt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Auch wenn du noch dies und das verfeinern könntest. Man lernt bis an sein Lebensende. Und das stimmt. Hexer nicht. Es sei denn, sie wünschen ein frühes Ende. Später mehr dazu. Bring den Schwarzen den Greifenkopf. Ich mach die Pferde bereit. Treffen wir uns in der Herberge.
Ja, aber erstmal schön wegschubsen, ne? Ja, würde ich ja, aber wie? Ach, komm schon, ey, ja. Nimm die Trophäe? Ja, würde ich ja, aber wie denn? Der macht das nicht. Wartet mal. Ich glaube, ich sollte mal langsam speichern. Aha. Aha. Sowas von seinem Körper entfernt. Aber okay. Was weiß ich denn schon? Wisst ihr, das Problem ist, wir mussten ein Tier töten, los. Was eigentlich seine Ruhe haben wollte, eine Ehefrau hatte, und dann kamen die idiotischen Menschen und meinten, ja, die Ehefrau und die Babys zu töten. Und jetzt musste auch das Männchen töten. Ganz ehrlich, ich bin ehrlich, ich hätte diesen Greifen am Leben gelassen und gesagt, hier, weil, wisst ihr was, ihr habt das verursacht, ja, dann sieht auch zu, wie ihr damit klarkommt mit dem Greifen. Schließlich wart ihr diejenigen, die ja den abschlachten musstet und Punkt. So einfach ist das. Also ganz ehrlich, nicht groß Blabla und den Männchen oder den Mann umbringen, ja, weil er Rache will für das, was getan wurde oder was die getan haben, ja. Ich würde den Greifen leben lassen und sagen, hier, weißt du was, mach mit dem, was du willst, interessiert mich nicht. So ganz einfache Kiste ist das. Kein Blabla, kein, ja, aber naja, es ist ein Spiel und ja. Gefällt mir nicht. Gefällt mir wirklich nicht. Und das ist ja leider auch in der Realität so. Ja, die töten irgendwelche Tiere, nehmen den Tieren den Lebensraum weg und heulen dann rum von wegen, oh, die sind in unserem Dorf, die sind in unserer Stadt, die Grenze, ja, seid ihr doch selber in Schuld, also bitte heult nicht die Ohren voll. Also wirklich. Was zum Teufel ist das? Roggen. Hältst du mich für blind oder blöd? Dieses Getreide ist verdorben. Das wusste ich nicht. Für blöd also? Verdammt, ihr lernt es nie. Militärkodex Artikel 2 Abschnitt 3. Auf die Lieferung schadhafter Güter stehen 15 Knutenhiebe. So soll es sein. Nein, bei den Göttern, nein! Was? Du hast die freundliche Maske also fallen lassen. Das war keine Maske. Ich habe die Hand ausgestreckt. Diese Leute haben drauf gespuckt. Vielleicht, weil sie das Schwert hielt, mit dem ihre Lieben getötet wurden? Ein Moralist. Und was hättest du an meiner Stelle getan? Ich hätte nie an deiner Stelle gestanden. Sag mir, was du hier willst. Ach. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Wo ist Yennefer hin? Nach Vysima. Dann war sie die ganze Zeit nur eine Tagesreise entfernt, vor meiner Nase. Das hättest du gleich sagen können. Ja, hätte ich. Aber dann hättest du den Greifen nicht getötet, wie du mir. Boah, darf ich den abschlachten? Halt! Wir sind noch nicht fertig. Dieses Gold gehört dir. Damit du nicht sagst, du wärst unzureichend entlohnt worden. Nee. Ja. Mutant.
Na, jetzt, wir haben die wieder große Fresse von wegen Mutant. Das ist der Grund, warum ich den Greifen am Leben gelassen hätte. Ich hätte ihn sowas von am Leben lassen und gesagt, hier, wisst ihr was, ihr habt den Greifen getötet, er ist mordlustig, er will Rache haben, ja bitteschön. Mal kümmert euch selber um den Greifen, schließlich habt ihr es ja verursacht. So, weil ihr wisst ja, was ich meine. Ich hätte das nicht gemacht, ganz ehrlich. Hätte ich nicht. Wozu denn auch? Oh, das sieht ja wunderschön aus. Der Sonnenuntergang. Komm, wir reiten jetzt in den Sonnenuntergang. Ich hätte mal eine Frage. Was würde passieren oder wo würde man hinkommen, wenn man immer geradeaus laufen würde? Nicht nur zu Fuß, sondern auch mit der auch mit dem Auto, nur die ganze Zeit geradeaus fährt. Oh, da ist eine Quest. Da gehen wir gleich mal hin, aber vorher muss ich noch was kurz erledigen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und wir werden jetzt erstmal absteigen. Und uns hier um die hier zu kümmern. Schlüssel verloren, meine Liebe? Nein, nicht den Schlüssel. Meine Pfanne. Die Hütte steht leer. Stand sie jedenfalls bis zum Abend vor der Schlacht. Dann lief ein Mann da rein, der tat, als gehöre ihm alles. Stand später an meinem Fenster und lugte hinein. Muss mich gesehen haben, denn als nächstes kam er direkt auf mich zu. Da schnappte ich meine Pfanne zum Schutz. Aber er sagte nur höflich, meine Liebe, hättest du wohl etwas Birkenrinde oder Blaubeeren, vielleicht auch ein paar Kohlen? Ich sagte, nein. Und du bist ja verrückt, dass du die Leute nachts um solchen Schnickschnack bittest. Aber ich sah, dass er gar nicht zuhörte. Er starrte auf die Pfanne wie eine Elster auf den Kopper. Leih sie mir, Mütterchen. Ich geb sie dir morgen wieder. Und ich muss gleich wieder aufhören. Was will er denn nachts braten?
Aber ich habe ein gutes Herz. Da habe ich sie ihm gegeben. Hm. Interessant. Und was geschah dann? Vor Tagesanbruch kam noch ein anderer angeritten. Aber morgens brach nur der erste Mann auf, verschloss die Tür, sprang auf sein Pferd und ich habe weder ihn noch meine Pfanne wiedergesehen. Sie war alt und verrußt und nicht viel wert, schätze ich. Aber eine andere habe ich nicht. Willst du mir nicht helfen, Jungchen? Einer alten Witwe die Pfanne zurückbringen? Ich kriege diese Tür nicht aufgebrochen. Und ich habe auch Angst. Es stinkt so schlimm. Ich glaube, der andere Kerl, der liegt da noch drin. Ja, gut, komm. Mein erster Pfannenauftrag. Gut, ich geh mal rein und seh mich um. Du solltest lieber hier warten. Nur für den Fall. So, Leute, aber... Oh nein, ich kann immer... Kann ich jetzt echt nicht speichern? Nur speichern. Doch. Wie es aber in dieser Folge mit diesem Fun-Auftrag weitergeht, werden wir dann in der nächsten Folge erfahren in The Witcher 3, The Wild Hunt. Und ja, ich habe es auch in der letzten Folge, glaube ich, vergessen. Hinterlasst ein Abo, ein Feedback, ein Däumchen nach oben. Ja, teilt meine Videos, verbreitet sie, je nachdem. Und wie gesagt, unterschreibt einfach die Petition, weil das ist wirklich sehr wichtig und das geht uns jetzt mittlerweile alle an. Und deswegen sage ich dann mal, bis dann, auf Wiedersehen, bye bye, macht's gut und bleibt gesund. Auf Wiederhören, tschüss.